Die ehrenwerte Gesellschaft gibt sich ein Stelldichein. Der erbarmungslose Kampf, den zwei der berüchtigsten New Yorker Familien ausfechten, führt die Profikiller bis nach Sizilien, der Keimzelle dieser Verbrecherorganisation. Die Ratte will jetzt schon kassieren. Mach schnell, ich habe keine Zeit. Bezahlen, wie sollen wir jetzt schon bezahlen? Wir müssen die Riechlinge doch erstmal zu Geld machen. Ich will sofort was haben. Kriegst du direkt in die Schnauze. Ach, tja, was, was denn bitte? Oh. Joe. Joe, au. Was ist denn? Ah, au. Warum arbeitest du für den alten Don Salvo? Weil ich leben will. Wo die Kohlen herkommen, ist mir doch scheißegal. Aber hier hast du es mit mir zu tun. Von deiner Sorte ist mir schon ein Satz im Rucksack erfroren. 6, 7, 8, 9. Aus! Wem gehört denn das schöne Erschlein? Die Oper? Warum kostet denn auf dem Topflappen? Obwohl die großen Bosse im Hintergrund alles minutiös geplant haben, hat sich plötzlich die Situation verändert. Denn die, die die schmutzigste Arbeit zu verrichten haben, Joe und Margarito, kommen dahinter, dass ihr Job gewinnträchtiger sein kann, wenn sie gemeinsame Sache machen. Wer Dynamit in der Schnauze hat, sollte die schönsten Stunden seines Lebens bereits hinter sich haben. Wie sich das für echte Freunde gehört. Zusammen fliegt sich's noch am besten auf den kalten Mond. Wie soll ich das verstehen? Der war gar nicht eingeladen. Oh. Was macht der denn da? Tja, auf jeden Fall ist das von rechter Eigenart. Oh, was ist? Wissen Sie, das muss an dem Schnaps da liegen. Ich habe einen ungeheuren Dunst in der Glocke. Wer beißt mich denn da? Ach, oje. Ist ja auch eine blödsinnige Art zu parken. Ein Haus! Und... Ein Film eiskalt und prickelhart, aber gespickt mit Situationskomik, sodass kein Auge trocken bleibt. Zwei tolle Hechte auf dem Weg zum Himmel.